Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen Nebenquest zu, und zwar von Diona. Und zwar geht es hier um alle Ketten werden gesprengt. Und zwar ist das der betrunkene Hafenmeister, die sie vorher erwähnt hat. Dann sehen wir mal, wie sehr er wirklich betrunken ist. Alles rot. Ich nehme an, du bist der Hafenmeister? Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Lügner! Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du mich so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun, aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Gefangenenbefreiung klingt nach Verrat. Warum sollte sie das tun? In ihrer Paranoia hat die Hohepriesterin angeordnet, alle Verdächtigen einzusperren. Auch diese Söldner, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. Söldner kümmern sich selten um ihre eigenen Angelegenheiten. Trotzdem, Diona will sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen. Und lass mich raten, sie kann nur jenen vertrauen, die sich mit Drachmen kaufen lassen. Ganz genau. Aber mir vertraut sie auch. Ja, das bezweifle ich. Bedeutet dir Diona irgendwas? Ich bin ihr Liebhaber. Und ich werde ihr helfen, ihre Feinde loszuwerden. Das versprach ich ihr im Gegenzug für... Warum erzähle ich dir überhaupt davon? Es ist mir egal, für was du deine Beziehung zu ihr hältst. Sie benutzt dich nur. Ich bin ihre wahre Liebe. Genau. Rede dir das ruhig weiter ein. Ja, okay. Bringt euch nicht wegen ihr um. Ich weiß genug für den Anfang. Halt schon mal meine Drachmen bereit. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Falls du lebend aus dem Lager zurückkommst. Okay, finde im Feier die drei Gefangenen. Da ist er. Da vorne ist er. Okay, das ist einer. Zwei. Der dritte hier drin. Ich muss öfter ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn ich einfach diese drei Typen befreie, die schaffen es nicht hier heil raus. Ich muss zuerst mal mich um diese Typen kümmern. Sie
Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ich will hier nicht sterben. Lass mich raus. Schnell, bevor die Wache zurückkommt. Mich jemand verschaukeln oder was? Ha? Hey. Komm her. Ich würde sagen, das ist die Arbeit eines Söldners. Was jetzt? Ja, komm mal her. Hinrichten, aber ich habe nichts getan. Mr. Windbrecher nicht.
mehr. Ich sehe nichts. Kommt her, ihr Pappnasen. Ringschaden durch Nahkampf. Okay, geringer Schaden durch Nahkampf. Was haben wir hier? Okay, das könnte reichen. So, wenn ich schon hier bin. Da gibt es noch einen Schatz zu plündern, den holen ich mir auch gleich. Damit hätten wir auch gleich diesen Ort abgeschlossen. Huh?
Okay. Hier. Ich hoffe, die Belohnung ist gut. Ich habe die Gefangenen aus dem Militärlager befreit. Sie waren zu dritt. Hast du sie alle gerettet? Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Du bist nützlicher, als du aussiehst. In dem Fall musst du noch eine Sache für Diona tun. Ein Mann muss sterben. Bin ganz Ohr. Dionas Feinde haben Truppen auf dem Kytra-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kytera nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Ich soll allein auf eine Insel, auf der es von Feinden nur so wimmelt? Oh! Ist diese Aufgabe zu schwer für Dionas neuen Liebling? Pass bloß auf. Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten, dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? So gut wie erledigt. Was kannst du mir sonst noch sagen? Was gibt's da noch zu sagen? Töte den Mann! Kannst du mir sagen, wo ich den Schiffsführer finden kann? Die Ratte sollte irgendwo beim Schiffswrack vor der Nordküste des Kytra-Atolls sein. Ich habe gemeinsam mit einem kleinen Trupp sein Schiff losgemacht. Aber wir konnten es nicht zu Ende bringen. Er und seine Männer werden auf der Hut sein. Wie komme ich am schnellsten zum Kytra-Atoll? Segle von der Südspitze Kyteras nach Süden, bis du ein Wrack siehst. Okay, wow, das war sehr, sehr abschlussreich. Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Ich bin hier, um den Kult des Kosmos zu zerschlagen. Wem willst du mit diesem Kult was vormachen? Niemand widersteht Jonas Schau. Und niemand würde sich Jesu nennen. Beschissener Kult des Kosmos. Was auch immer. Mehr muss ich nicht wissen. Wir schicken dir einen Bergdrachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Sehr gut. Geh, verschwinde von hier. Und rede ja nicht nochmal mit Diona. Sonst was? Sonst... geh einfach! Wunderbar, das war es. Alle Ketten werden gesprengt.